Willkommen, liebe Clasher, bei mir im 1000 Grad Tour de Bohème Clan Spätzle mit Soße. Und ihr habt es ja im Thumbnail gesehen, heute mal nur ein Bild mit einem Riesending drin. Ja, dieser One Game Boost. Also, ich habe die Tage auf Twitter, habe ich eigentlich gelesen. Ich lese immer Twitter, ich lese immer Facebook, Clash of Clans, ich lese im offiziellen Forum und habe gedacht, wieso wiederholen die sich eigentlich? Wir wissen doch, dass es diesen einen Game Boost gibt. Ich habe es ein bisschen verpeilt, muss ich sagen. Natürlich, es gibt immer noch den einen Game Collector Boost, der noch 3 Tage 12 Stunden läuft jetzt für mich. Und es gibt aber dazu den ein Game Army Boost. Ich habe es echt verpeilt. Ist natürlich eine super Sache. Und das ist auch das erste Mal, dass ich hier überhaupt so ein bisschen in den Events scrollen muss. Denn in 12 Stunden, 17 Minuten, also wenn ihr die Folge seht, laufen sie ja schon. Starten die Clan Games, dann haben wir einmal Walkürenwirbel und Rockhard, Steinhard. Nee, ich glaube, es heißt Steinschlag, glaube ich, sagen die Engländer oder Amerikaner dazu. Nicht Steinhard, sondern Steinschlag, meine ich. Ja, Steinschlag. Ich glaube, es ist Steinschlag. Von daher denke ich mal, mache ich heute mal eine Folge mit dem Rathaus 12er hier. Die Kombis, die ich mir hier so ein bisschen ausgedacht habe, sind eigentlich für 10, 11 und 12 geeignet, denn ich hab nur einen Helden, ich habe nur meine Queen, damit tue ich mich sowieso schon schwer genug, aber ihr seht das, meine Lager sind auch gut voll, ich habe nicht mal einen Bob frei, wenn wir uns das jetzt schön voll farmen hier, denn das Ziel ist natürlich, dass wir hier die Helden auch in diesem Dorf hier mal so ein bisschen größer kriegen und ich glaube, eigentlich brauche ich diesen Game Boost nicht. Ich brauche ihn eigentlich nicht. Denn ich farme hier so behende, so tagsüber, dass ich ihn eigentlich, ja, der kann mir gestohlen bleiben. Aber jetzt hauen wir doch mal ein bisschen rein, glaube ich. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal einen Gegner. Ich bin nicht ganz allzu hoch in der Liga. Es geht eigentlich Titan 2. Wartezeiten halten sich in Grenzen. Und ich nehme auch eigentlich das, was kommt. Bonus nehme ich ganz gerne mit. Mal sehen, wie weit wir in der kleinen, aber feinen Folge hier kommen. Das fängt ja schon gut an. Jo, da haben wir unser erstes kleines Opfer gefunden. Ja, was heißt Opfer? Es ist ein Rathaus 11er. Und der hat natürlich massig Ressourcen für uns. Den nehmen wir aber mal mit. Ich bin so ein bisschen geschwächt, was die Armee angeht. Ihr seht, dass ich, wie gesagt, nur mit Queen. Da geht natürlich einiges mit dem Queenwalk. Ich will jetzt die Tage, wenn die Events anfangen, auch mal ein bisschen anders, mal ein bisschen was anderes machen. Aber es ist nicht ganz so einfach, wenn man nur einen Helden hat und Hut ab vor denen, die das Ganze dann auch noch irgendwo weiter oben machen, in Legende oder sonst wo. Finde ich wirklich, wirklich spannend an der Stelle. Und ich nehme, glaube ich, mal meine Karre mit. Dafür habe ich die auch mitgenommen. So. Mauerbrecher hier noch mit rein. Und ich glaube, wir gönnen uns jetzt hier noch mal, denke ich mal, was habe ich denn da drin? Geilen Drachen. Nicht schlecht. Ich habe da einen Drachen drin. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich sehr cool. Und ich glaube, es war noch eine Hexe und eine Valkyrie drin. Aber mal sehen, wo die jetzt hinflitzen hier. Mal sehen, wo die hinflitzen. Die flitzen noch nach da. Die gehen noch nach da. Und die nächsten müssten ja jetzt eigentlich geradeaus gehen. Denn Richtung geradeaus ist ja so ein bisschen unser dunkles Lager, was wir ja haben möchten. Ne? Bis dahin sollten die schon kommen. Die Multi-Infernos sind natürlich nicht schlecht. Jetzt haben wir hier diese Nervskelette drin. Da habe ich aber immerhin Gift für. Meine Queen lebt sogar noch. Okay. Aber der Warden ballert natürlich jetzt schon richtig was rein hier. So, hier muss nochmal ein Heil rauf, Leute. Das geht nicht anders. Und sieht aber ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus. Mal sehen, wo die jetzt alle noch so hintapsen. Die sind ja nach wie vor nicht zu sehen. Ach, die haben die Queen da gemacht. Okay, die haben die Queen gemacht. Ich glaube, den Heil, den spare ich mir mal. Ich sah immerhin ein bisschen Elex gespart. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Okay, hat auch ein Schild gekriegt. Passt so. Alles tut die hier. Dann würde ich sagen, hauen wir den Boost auch rein hier auf meine Antennen. Ich habe ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, alle Kasernen endlich fertig. Ich kann also auch die Elektrodrachen relativ schnell machen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Also, wir brauchen hier schon mal einen Gem Boost für die Kasernen. Also, damit kommen wir allerdings nicht aus. Wir brauchen noch einen zweiten Gem für die Queen. Wir brauchen einen dritten Gem für die Werkstatt. Die nehme ich heute Abend auch mal ein bisschen mit. Und wir brauchen einen vierten Gem für beide Factories hier, für beide Zauberfabriken. Und ich
Ich nehme immer gerne, und hier müssen wir nachtrainieren. Ich nehme eigentlich immer gerne, ja toll, jetzt haben wir ein Heil gespart. Super Heil gespart, den schmeiße ich nämlich jetzt weg, weil den eh keiner fordert hier oder relativ wenig gefordert wird. Ärgerlich. Das ist ärgerlich, naja, dann werfen wir die mal weg und bauen die komplette Armee nochmal nach. Ich glaube, meiner, ja, mit dem einen, ich nehme den einen Elektrodrachen ruhig mit, dann gewöhne ich mich mal so ein bisschen dran, wie der so tickt. Und ihr seht hier, Farm teuer, ist auch recht teuer und die Armee ist ja auch teuer. 453.000 Elex, ist ja nicht ganz von Pappe und eigentlich brauchen wir es ja. Aber wir haben, glaube ich, für den Warden gleich schon genug zusammen und mal sehen, ob wir nicht noch ein paar Games ausgeben. Ich weiß es halt noch nicht. Ich fordere mal ein paar neue Truppen an. Ich bin im Moment nicht defensive Truppen, sondern wir nehmen mal, was haben wir denn gerade? Luft, ne? Luft, Wut. Muss das mit meinem Mikro auch mal ein bisschen ändern. Womöglich lege ich mir Mikro zu, was so ein, na, wie soll man sagen, was ein Richtmikro ist. Denn dann kann ich einfach ein bisschen freier sprechen. Ich bin hier doch sehr, sehr eingeschränkt. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, schon mal gezeigt. Es ist ja halt so ein Arm mit meinem Mikro dran. Und wenn ich dann hier so ein bisschen rumfuchtel und rumfummel, dann stört mich das doch schon. Dann komme ich da auch ab zu mal dran. Dann muss ich mich dafür entschuldigen und. Aber wir haben die Armee gleich wieder am Start und ich würde sagen, wir hauen auch wieder rein. Habe ich was reingekriegt? Vielen lieben Dank. Ich muss hier unbedingt ein bisschen mein Spendenverhältnis aufwerten. 205, ich meine, die Saison hat gerade angefangen zu 334. Das ist eigentlich nicht mein Ding. Aber ich meine, wenn du hier oben so ein bisschen bist und ich bin ja auch im Moment alleine, sonst unterstütze ich mich ja mal selber. Alter, was laber ich heute viel? Sonst unterstütze ich mich immer ganz gerne selber mit den Truppen. Also machen wir hier, denke ich mal, weiter. 11 Millionen, 10 Millionen, 175.000, da geht in jedem Fall noch was. Und zweite Truppe ist Luft. Mal sehen, wir lassen die Helden eben recken. Das dauert ja jetzt im Boost auch nicht ganz so lange und dann greifen wir hier mit der Armee an. Also wie gesagt, auch die nächste Armee hier ist was für, teilweise auch schon für 9er, 19, 11, 12. Mit dem kannst du eigentlich immer ein bisschen was machen. Ein paar Loons noch irgendwo in die Clanburg. Queen ist gleich wieder ready und dann geht das sicherlich wieder weiter. So ein bisschen wollen wir natürlich auch im Boost vorankommen, denn von nix kommt nix. Achso, ich habe auch in der Clanburg eine Karre. Das erkennt man übrigens daran, dass das Schild genau wie bei den Clan-Truppen links oben, dann ist also dieses Clan-Schild und, oh, der hat die Feger natürlich super stehen. Ah, Mist. Der hat die Feger ziemlich gut stehen, aber ich glaube, wir kriegen hier unten mal eine Luftabwehr mit unserer Queen. Das müsste eigentlich passen von der Range her. Gucken wir mal. Och, komm. Gucken wir mal. Ja, das passt super. Okay. Clanburg. Ja, wir können mal gucken, ob was drin ist. Weil zumindest nichts, was fliegt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann legen wir hier schon mal unsere Zauber. Die Queen macht das, was sie immer macht. Mauern. Nicht schlecht. Okay, hier oben brauche ich jetzt nicht ganz so viel Loons, denn die Luftabwehr ist im Moment nicht bedeckt bzw. belegt. Die ist nämlich im Ausbau. Oh, jetzt darf ich nicht ganz so viele Loons setzen. Wir setzen das Maschinchen dahinter und gucken mal, wie die jetzt gehen. Ein paar Lakaien. Also es ist nicht ganz so einfach, das Ganze hier so super an der Maus zu machen. Aber ich glaube, das ist ganz gut hier. Einmal den Wut und den Heil in der Mitte. Hat mir mal ein guter, netter Kollege gesagt, Toto, wenn du mit Luft angreifst und dir unsicher bist, dann nimm ruhig ein Heil mit. Mach ich. Danke. Es hat funktioniert. Ich glaube, das meiste haben wir. Das sieht super aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Hier können wir noch so ein bisschen mit den Lakis können wir hier jetzt gar nicht mehr so viel unterstützen. Aber auch, wir haben ja noch einen Heil. Wir haben noch einen Eilzauber. Wir haben noch einen Eilzauber da. Sauber, super. Oh, heute Abend bin ich echt gut zufrieden, muss ich mal so sagen. Das klappt hier, das Farmen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich bin fast davon überzeugt, dass wir heute Abend auch noch unseren Warden machen. Ein Level weiter. Boah, die haben auf 3 gerockt. Das richte ich jetzt übrigens ein fürs nächste Wochenende, für den Livestream. Den 3-Sterne-Hype in den Chats. War ich ja noch ein bisschen schuldig. Und, geil. Super, 100%. Ich meine, die Pokale im Moment, ich meine, mit dem Bonus, das ist das, was mich ein bisschen zufriedenstellt jetzt hier in dem Boost, muss ich sagen, denn gerade diese Boost-Truppen hier, ich habe jetzt mal wieder nicht alles verbraucht, wie so oft.
Aber ich denke mal, der Boost hält noch ein bisschen an. Wir sind ja aktuell wieder im Clankrieg 1.23. Booste gleich eh noch ein Stündchen. Und fordere hier aber nochmal wieder an. Diesmal Boden. Was können wir denn eigentlich mal mitnehmen? Was ist denn sinnvoll Boden für Miner? Ich glaube ein Golem. Riesen. Wut. Ich glaube, so ist das ganz gut. Golem, Riese, Wut, glaube ich, ist ganz cool. Klar, machen wir mal einen dritten Angriff. Vielleicht auch noch einen vierten. Mal gucken. Aber ich denke mal, bei drei bleibt es. Ich bin so ein bisschen zeiteng. Ich will ja auch noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Heute mal eine Farmfolge von mir. Ist ja auch mal ein bisschen unüblich. Sonst sieht ja immer sehr, sehr viel CK. Aber ich glaube, ich habe übrigens eben richtig mal lachen können. Ich freue mich übrigens, dass hier so schöne, neue, tolle Accounts reingekommen sind. Und Parturnax, ich glaube, das ist ein Charakter, ich denke mal aus Skyrim oder sowas, hat heute mal geschrieben, ich muss in die Zwangsdev als Rathaus 10. Da haben wir uns so richtig schön lustig gemacht eben. Aber nochmal willkommen und herzlichen Glückwunsch als Rathaus 10 in der Legende. Es ist nicht einfach und du gehst natürlich nicht in die Zwangsdev, hat sie auch geschrieben. Sie geht in den Zwangsabriss. Finde ich auch sehr, sehr nett, dass hier die Leute ihren Humor absolut behalten. Und ich behalte meinen Humor hoffentlich auch noch bei meinem dritten Angriff. Okay, die Wartezeit muss jetzt mal eben sein. Ich weiß gar nicht, warum ich das Ding hier so hart ausgebaut habe. Ich habe ja jetzt in der Meisterhüttendorf erst dieses Ding hier auf 8. Und den wollte ich eigentlich gleich hinterherziehen. Auf 8 mache ich auch. Nur weiß ich gar nicht, warum. Der bringt nichts. Okay. Ich will nicht sagen, ich defe nicht, aber ich hab jetzt die Hexen auf 15 und ich glaube, das ist nicht so dolle, muss ich mal so sagen. Das ist nicht so dolle. Da gefällt mir die andere Kombi schon ein bisschen besser. Mit den Dropships hier und mit den Lakis. Denn mit denen mache ich in der Regel am meisten meine Sterne. Vor allen Dingen, wenn hier so ein bisschen weiter weg hier am Rathaus die Tonne steht, komme ich in der Regel jetzt doch schon relativ nah an das Rathaus ran. Und wenn es dann noch einen Schlag braucht, dann schafft meine Maschine das in der Regel, bevor die einmal geschossen hat. Oder wenn sie dann einmal geschossen hat, kann ich mich ja heilen. Von daher ist es immer ein bisschen grenzwertig. Aber manchmal frage ich mich auch, warum level ich eigentlich dieses ganze Zeug hier? Bringt ja eh nichts. Entschuldigt bitte. Und vielleicht bringt es einem ja doch irgendwann weiter, aber es gab ja jetzt schon echt länger nichts mehr, was hier in diesem Dorf hier überhaupt gemacht wurde, beziehungsweise Updates, kleinere Nerfs oder so an den Truppen oder wo auch immer. Von daher, mal gucken, das muss euch nicht nerven hier. Ich weiß, ich kann keine Unit mehr setzen. Das liegt an dem Emulator hier. Ich drücke eigentlich die Steuerungstaste und mache die Maustaste nach oben. Dann müsst ihr eigentlich rein und raus scrollen. Er sagt immer, select a different unit. So ein Schwachsinn. Okay, aber ich denke mal, die alte Hütte haben wir hier. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie in die Base reinkommen und noch ein paar Prozente holen. Gegen die Kanone. Ja, gegen die Doppelkanone ist immer schwer. Mal sehen, ob sie die noch wegkriegen. Das wäre nicht schlecht. Und vielleicht packen die auch noch die große Giant-Kanone. Ja, der eine Lucky, da muss die jetzt packen. Komm. Oh nein, der packt die nicht. Shit. Naja, okay, dann macht die mich jetzt fertig. Mal auf 64%. 65%, das ist wenig. Das ist wenig. 68%, das ist zu wenig. Also der Saisonstart hier ist mir absolut nicht gelungen im Nachtdorf. Mal sehen, ob das im Tagdorf ein bisschen besser ist. Okay, komm, haben wir gewonnen. Alles klar, hat er nur seinen Helden gesetzt. 0%, ist ihm wahrscheinlich die Zeit abgelaufen. Aber wir wollten ja hier noch einen Angriff machen und mal wieder kurzfristig in die Lupe. Das macht aber nichts. Ich nehme trotzdem heute mal gerne mit diesem Account vor euch auf. Hoppla. Da ist er schon. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen die Karre, glaube ich. Wir brauchen die Karre, denn wir haben genau das reingekommen, was ich gefordert habe. Das finde ich natürlich sehr, sehr super. Was dieser Clan hier oftmals nicht weiß, ich gehe jetzt mal, glaube ich, hier mit dem Queen Walk erstmal rein. Was dieser Clan hier oftmals nicht weiß, dass ich hier manchmal abends aufnehme, dann wie irre vorder. Und dementsprechend geht natürlich so ein bisschen dann mein Spendenverhältnis. So ein kleines bisschen den Bach runter. So,
einmal die Queen so ein bisschen in Wut reinversetzt. Hier oben setzen wir wie gewohnt unseren Drachen. Ist vielleicht was für euch. Rathaus 12er oder 11er ja schon. Wir können ihn ja schon auf Rathaus Level 11 mitnehmen. So, hier hinten muss allerdings erstmal die kleine Hütte sterben. Das auch hier. Und ja, wir haben ja einen Golem drin. Der tankt uns ja in jedem Fall hier die Meute. Und mal sehen, ob die jetzt schon in die Mitte gehen. Ja, die gehen mit mir schon in die Mitte rein hier. Wir wollen ja in jedem Fall farmen, beziehungsweise das Dunkle reinholen. Ich weiß gar nicht. Ah, okay. Da war das. Eieieiei. Komm, wir hauen hier im Wut drauf. Ich will mal das Rathaus haben. Fünfer Rathaus ist böse. Ist echt böse. Ich habe da heute Abend schon einiges erlebt oder heute tagsüber, wo ich mal so einen Angriff gemacht habe mit Loons. Ja, die ganzen Loons über den Fünfer Rathaus, Bombe, alle weg, instant, mit Heilzauber. Also da brauchst du denn doch irgendwie einen Warden oder du musst das Ding friesen oder so. Das ist schon richtig, richtig, eine richtig krasse Geschichte. Okay, Queen tot, aber ihr seht das hier, meine Karre hat ganz gut gehalten. Also der Multi-Inferno tut meinen Truppen hier jetzt nicht so wirklich weh. Ich meine, okay. Hier hinten sind noch meine paar Miner, aber ich glaube, diese Base haben wir gut gemacht, denke ich mal. Und ja, ich glaube, diese Truppenkombination, die ich euch heute gezeigt habe, ihr kennt die ja, ist im Rathaus 10, Rathaus 11 und Rathaus 12 Bereich gut zu nehmen, auch gut zum Farmen. Sie sind jetzt nicht so extrem teuer und wir haben ja jetzt schon einiges reingeholt, kriegen jetzt noch den Bonus, wenn denn der Max Golem hier, ein Max Golem, der sich jetzt nochmal teilt, also ist schon... Max-Truppen sind schon nett, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Und da kommt es jetzt nochmal rein. Also wir haben hier nochmal richtig was in den Pot reingefarmt. Haben hier immer noch Boost. Ihr seht das hier. Die Aufnahme hier selber hat jetzt für mich auch nur knappe 40 Minuten Echtzeit gedauert. Das ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Und aber ich denke mal, ich kann den jetzt nicht noch voller werden lassen. Ich kann den nicht noch voller werden lassen. Wir brauchen, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen, aber wir nehmen den mal. Wir machen ihn fertig. Wir brauchen 11 Mille. Ist ja geschenkt. Wir brauchen 11 Mille. Und jetzt gucke ich aber mal. Ich habe ja schon gequicktrained. Also habe ich schon mein Elix ausgegeben. Da müsst ihr auch immer drauf achten. Nicht, dass ihr plötzlich kein Elix habt. Aber ich habe natürlich noch hier in der Treasury reichlich drin. Also so ein bisschen Backup habe ich immer. Warden auf 25. Das ist echt super. Ich nehme ihn jetzt nicht mit. Ich nehme ihn nicht mit. Wir haben 11 Millionen vor allen Dingen in dem anderen Pot. Wir machen hier zwei Mauern. Muss ich mal so sagen. Denn in dem Boost hier, ihr habt es heute Abend gesehen, da kann auch ich hier oben richtig geil farmen. Ich hätte fast gesagt, wir machen heute mal Nägel mit Köppen. Denn auch das ist immer wieder drin. Noch eine Mauer hier. Ich hatte mir auch überlegt, diesen einen Bob jetzt freizulassen, nur um Mauern zu machen. Aber in 3 Tagen, 14 Stunden, oh, vielleicht schenke ich dem Dicken auch noch ein paar Gems. Mal gucken. Aber ich glaube, die 11 Millionen hier, die gönnen wir doch unserem Warden. Also Warden geht weiter im Upgrade, 7 Tage, da ist er weg. Und ich bin jetzt auch erstmal weg. Ich hoffe, die Farmfolge hat euch gefallen. Sie ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Weder für mich. Boom. Weder für mich noch für euch. Bis dahin, euer Toto Clashton.